So, hallo YouTube, hier sind wir mit einem weiteren PC-Update des Cooler Master HAV922. Ja, ich fange hier unten an mit dem Netzteil. Hier haben wir ein Kuga CMX 700, sprich mit 700 Watt. Weiterhin, als Grafikkarte ist in dem System verbaut eine Asus GeForce GTX 570 mit den DC2-Kühlern, also mit den drei Slots. Steht nochmal drauf. So. Dann, als Prozessor ist verbaut ein Intel als 7 Core 960 mit einem Standardtakt von 3,2 GHz. Als Kühler wird ein Corsair A70 benutzt mit 220er Lüftern im Push- und Pull-Betrieb. Der Arbeitsspeicher ist der Corsair XMS3 DDR3 und zwar 6 GB auf drei Regeln verteilt. Da 1366er Sockel Triple Channel nutzt. So, vorne haben wir dann ebenfalls ein stinknormales LG DVD-Laufwerk, Brennen und Schreiben. Nochmal das Cooler Master Logo. Hier oben Kuga, powered by Asus, Intel, Startbutton für die LED vorne, beziehungsweise hier oben Lüfter und der Reset-Knopf. So, zu guter Letzt haben wir hier zwei Festplatten. Die obere ist eine Western Digital mit 640 GB. Hier unten, die man hier sieht, ich kann sie leider nicht rausziehen. Und hier unten befindet sich eine zweite Festplatte mit 1000 GB von Samsung. Ja, das war's soweit eigentlich mit dem PC. Ach nee, ich habe noch eins vergessen, Entschuldigung. Und zwar, das Mainboard ist eins von Asus, das Asus Sabertooth X58. Ja, das war es jetzt aber soweit von dem PC. Und kommentiert das Video, abonniert uns und ich hoffe, es hat euch gefallen.